immer schön den Grundbedarf erhöhen. Die Grundproduktion, meine ich, natürlich erhöhen. Was geht bei dir eigentlich? Andocken? Ach, da wollten wir irgendwas andocken und dann hat es aber nicht funktioniert, weil wir da nicht hinkommen. Ne? Da sind wir zu weit weg von. Da auch. Schade eigentlich. Mal beim nächsten Mal. 83% Effizienz, aber mit Kohlemeiler. Das ist natürlich weniger hübsch, ne? Also ist nicht so geil. So, wir brauchen die Dinger, müssen wir verarbeiten. Diese Eisenstäbchen, die produzieren wir aber nicht hier, oder? Wo produzieren wir denn die Eisenstäbchens? Die waren doch in der Schmelze selber. Hier waren die drin. Kohle und ein paar Eisenplatten. Dann produzieren wir mal ein paar Stäbchen hinterher. So. So. Gut. Hier wird auch noch ordentlich produziert. Geilo, geilo. Für ihn hinten muss ich auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen was geben. Der braucht auch noch ein bisschen Liebe. So, produzieren wir hier nämlich auch wieder ein bisschen weiter. Ja, wie gesagt, an den Brocken möchte ich gerne ran. Ah, hier ist der Stromeingang und hier ist der Stromausgang. Das ist natürlich blöd für mich gewesen, dass ich das so gemacht habe. Aber das können wir jetzt eigentlich mal so probieren. Dann müsste das doch jetzt eigentlich hier laufen, oder? Yo. Oder? Netzlast 80%. Nee. Hätte ich das von innen anschließen müssen? Ich dachte, die Brücke gibt dann durch, ne? Geht nicht. Schade. Ja, noch nicht, ne? War eine Idee. Ja, gut. Gut. So, den haben wir ausgeschaltet. Der produziert ja quasi in der Herstellung, produziert der ja Wasserstoff. Da haben wir auch ein bisschen. Okay. Ich akzeptiere. Wir haben kein Golddraht mehr. Und davon haben wir auch generell nicht viel. Lass mal schnell was schauen. Wir haben kein Gold generell mehr, ne? Hier wird ordentlich angesaugt. Ja. Wir müssen das bei Zeiten mal erweitern. Die Ressourcen, die reinkommen, sind definitiv noch ein bisschen zu mager. Gut, wir bauen mal unten weiter. In unserer neuen Fabrik. So. Ja, nice. Ich glaube, so ist optisch ganz gerade, oder? Keine Ahnung, ob das optisch in Ordnung geht. Ich denke. Ja, und so schnell gehen mal unsere ganzen Ressourcen gerade baden. Aber immerhin haben wir jetzt unten schon mal eine Erweiterung gebaut. Damit wir unsere Fabrikation nach unten legen können. Gut. Nein, einen wunderhübschen guten Abend. Hi. So, pass auf. Jetzt machen wir Folgendes. Packen hier nochmal die Hälfte rein. Immer schön in Produktion bleiben, Leute. Immer schön in Produktion bleiben. So, das läuft. Ganz wunderhübsch. Dann läuft das hier noch. Dann läuft das hier noch. Da haben wir das jetzt auch langsam in Lauf gekriegt. Schön. Dann sind wir jetzt eigentlich schon ziemlich auf Stand gerade. Ja, nun gut. Wir produzieren jetzt alles, was wir wollen. Das ist in Ordnung. Wir brauchen weitere Ressourcen.
damit wir uns hier voranbringen können. Vor allen Dingen auch unter anderem Eisen. Willst du oben nur Erzfänger und Solar? Ja. Also das ist eigentlich mein langfristiges Ziel auf dem Dach. Vor allen Dingen mehrere also die Solarpaneele als Füllmittel bauen mit Stromkreis und so weiter. Und die Erzfänger quasi als Dauerzustand sozusagen. Dass wir die Ressourcen irgendwie dann von oben nach unten leiten können. In die Verarbeitung, beziehungsweise erstmal zu sammeln, in Raffinerien verarbeiten, dann wiederum weitergeben von Raffinerien in Pufferlager möglicherweise erstmal und dann von dort aus wieder in verschiedene Ausgänge dann rauszugeben. Wir haben ja auch eine neue Lagerhaltung gefunden oder erforscht, das ist auch wichtig gewesen. Müssen wir mal gucken, dass das auch auf Dauer so bleibt. Ich glaube, da oben ist Gold. Ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute es. Wir werden da gleich mal hinfliegen. Schaut doch gut aus, oder? Yes. Genau. Aber so ist der Plan. Dass wir dann halt, je weiter wir unser Schiffchen hier ausbauen, irgendwann immer mehr von diesem, von diesen Erzfängern haben, dass halt unsere Grundproduktion niemals stagniert. Das ist mein Plan. Das ist doch auch nochmal Gold. Immerhin. Da oben ist doch nochmal Gold. Vielleicht lohnen sich solche weiteren Ausflüge einfach auch ein bisschen. Mit Kohle nehme ich, ist gekauft. Das da unten schimmert auch nach Gold. Ich bin auf Goldjagd gerade, ihr merkt das schon. Ja klar, 5 Gold drin, ja geil. Ist doch der Traum, Leute. So. Kohle nehmen wir noch mit. Ein bisschen Wasser sollten wir auch mitnehmen, fällt mir gerade so auf. Weil wir generell wenig Wasser eigens produzieren. Markus, dankeschön für 100 Biddies. Wir sind auf Gold gestoßen. Dankeschön für die Kongo-Biddies. Vielen lieben Dank. Ah, herrlich, Markus. Großartig. Hier mal ein bisschen eine kleine Flugreise unternehmen. Ah ja. Flugreisen lohnen sich, aber unser Sauerstoff geht gefährlich runter. Aber das nehmen wir jetzt noch hier mit, wenn wir hier eh schon sind. Los, meine Zwerge. Ey! Dankeschön, Lord Salong! Vielen lieben Dank für 700 Biddies. Dankeschön vielmals. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, unsere kleine Plattform, ey. Warte mal ab, bis die fertig ist. Irgendwann sind wir riesig. Ja, wir haben nicht mehr ganz so viel im Tank hier. Ich meine, gut, man dürfe aber eins nicht vergessen. Schau mal, wie groß der Tank ist, der hier drin ist. Haben wir hier noch irgendwo die Wasserpumpe? Nee, ne? Lass mal ganz kurz gucken, was habe ich hier, was ich gerade nicht brauche. Und zwar hätte ich gerne eine Wasserzelle. Kann ich das nach oben auch setzen? Nee, ne? Ja. Wir können ein bisschen mehr Wasser speichern. Why not? Wir könnten natürlich jetzt auch sagen, nimm da raus, ja, Eis zum Beispiel und liefer das Eis hier rein. Das könnte man sagen, aber mir ist das hier alles ein bisschen zu eng, ehrlicherweise. Ah ja, Sauerstofftanks wird hier ja verarbeitet, 4 Wasser wird permanent in Sauerstoff verarbeitet.
Wir sind auch voll, ne? Also es geht alles gut. So, dann gehen wir mal weiter. Wir brauchen hier erstmal davon ein bisschen mehr. Wie gesagt, das geht immer. So, dann brauchen wir Gold in der Verarbeitung. Kein Problem für uns. Also jetzt kein Problem. Vorher Riesendrama, aber jetzt kein Problem. So, was brauchen wir noch? Wir wollen hier noch ein bisschen... Ne, obwohl die elektronischen Teile brauchen wir faktisch gerade nicht so sehr. Davon stellen wir mal noch ein paar her. Und von den Eisenplatten geben wir auch noch mal ein paar rein ins System. Wir haben wieder 72, also auch da merkt ihr schon, das läuft, ne? Das ist wunderschön so. Hier kommt auch noch mal ein bisschen Gold an, das auch das können wir gleich weiterverarbeiten. Bam. Na, dann geht das gleich in die Produktion hier und wir freuen uns. Nice. Hallo, Player! Wunderschönen guten Abend. Los, meine Zwerge, wir sind auf Gold. Und Vampirazo, Dankeschön für 1 Euro. Hinter der, ein Dreikopf-Figure F. Was? Dankeschön, Vampirazo. Vielen lieben Dank. Legt die Kabel unterirdisch. Ja, wie gesagt, unsere künftige Bauplatte, wo wir uns drauf bewegen werden. Ja, ist hier. Dann können wir die Kabel, würde ich sogar in dem Fall, relativ deckennah bauen. Weil wir sie von dort aus immer schön auf die Maschinen abzweigen können, wo wir es gerade brauchen. Gewisse Förderbänder wären da auch entspannt. Müssen wir mal schauen, wie wir es genau hinkriegen, dass es auch cooler aussieht. Da will ich wahrscheinlich dann ein bisschen rumexperimentieren, ein bisschen probieren, mal mich ein bisschen austesten. So ist mein Plan. Ja, so. Und hier machen wir auch noch mal ein paar Drähtchens. Dann können wir nämlich hier mit den Drähtchens, jawohl, so noch mehr elektronische Teile macht keinen Sinn, aber, oder? Ja, wir können da mal ein bisschen was reintun. Why not? Ja, der Rest passt soweit. Ich stehe bloß voll auf dem Förderband, das ist ein bisschen ärgerlich. So, Golddraht haben wir noch keinen, sehe ich gerade. Da kommt der erste Golddraht. Sehr schön. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, ne? Ja, Golddraht ist so eine ganz wilde Nummer. Aber wir sind ja auch erst in die Produktion jetzt quasi reingegangen. Also von daher sehe ich da kein Problem. Da sehe ich kein Problem. Können wir auf jeden Fall schon mal die nächste Geschichte machen. Hier. Wieder ein bisschen mehr Energie. Ne? Wieder ein mehr Energie. Ein mehr Energie. Ne? So eine Kohlegeschichte macht 10, glaube ich. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Jetzt gar nichts, aber generell 10. Ne? 10er pro Grundbedarf. Und die Maschinen hier arbeiten auch nur noch zu 50%. 27 produzieren wir jetzt aktuell aus eigener Kraft. Ja gut. Das 10, wir brauchen, um unser System vollständig anzuwerfen, brauchen wir auf jeden Fall deutlich mehr Solarpower. Deutlich mehr. Aber gut, so ist es ja. Ordentlich Zeug reingeschwurbelt hier. Das ist ordentlich. Schön reingedreht das alles. Gut. Wie gesagt, jedes bisschen Solar, was wir hier haben, hilft auf jeden Fall. Und jetzt könnte man natürlich überlegen, machen wir nach hinten einen Ausbau? Also drehen hier nochmal ein zweites. Das wäre eigentlich gar nicht mal so dämlich, oder? Guck mal, wenn ich jetzt hier hinten nochmal eine kleine Erweiterung ranbaue. Hier so ein bisschen. Könnte ich hier kleinere Solarteile neben die Triebwerke setzen. Das sind ja unsere Energietriebwerke, die wir haben. Dann nehmen wir hier die 3. Gehen hier so. Ich will es nicht. Ich will es immer in eine Richtung haben. Das schaut für mich besser aus. Machen wir hier ein bisschen so eine leichte zwergische Verkabelung. Dann können wir hier auf jeden Fall noch einiges an Leistung hinpacken. Vampirazo! Hast du Kagami in der Fress kannst quatschen wie ein Amerikaner? So schaut's aus, Vampirazo. Dankeschön für 1 Euro.
Sehr schön. Ich sehe schon, der Bot wird genutzt. Ja. Hallo Stefan. Der Bot ist, ihr liebt den Bot. Ja. Das zu Recht, muss man natürlich sagen. So. Schade, dass nicht noch mehr geht. Ein Anfang. Ja, und ich sehe da jetzt so ein großes Feld an Solarkollektoren auf uns zukommen. Wie gesagt, hier an der Seite müssen wir die Flügelchen, die dann müssen wir nochmal zurückbauen. Das schaut jetzt ein bisschen dämlich aus, weil hier sind keine. Ja, die sind jetzt nur vorne aktuell dran und an der Seite. Und das an der Seite ist natürlich doof. Das schaut ein bisschen doof aus. Das macht mein Baukonzept ein bisschen kaputt. Aber das kriegen wir schon auf die Reihe. Ich hab da gar keine Bedenken, dass wir das nicht hinbekommen würden. Wie gesagt, aber mit allem bisschen Solar, was wir jetzt eben für wenig Geld quasi uns erkaufen, können wir halt immer einmal mehr Energie produzieren. Ah ja, da sehen wir auch die Netzlast. Ah ja, okay, alles klar. Wir produzieren jetzt 33 von 55 und die Netzlast bei 166% aktuell. Naja, okay. Ja gut, aber es ist immerhin, wie gesagt, wir haben noch Luft nach oben, was die Produktion angeht. Das heißt, apropos Luft, wir haben Luft. Ja, Moment. Ich muss da mal los. Jo. Wie gesagt, hau ich auch mal das Jetpack an. Das brauchen wir halt auch super dringend einfach. Das ist Fortschritt. Die Kohle natürlich auch. Aber das ist Fortschritt. Ich sehe schon, Vavirazo hat Hunger. Gold, 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 Gold. Gold? Gold! Ja, so bis, wie gesagt, bis Halbzeit können wir mal hier ein bisschen durch die Gegend eiern. Hab gehört, für Gold macht Zwerg alles! Ach, das glitzert auch so schön! So, mal kurz gucken, ob wir hier noch irgendwo was haben. Sieh dir nicht den Glanz. Hey Brainless, dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen im Stream. Hi. Muss mal ganz kurz in unsere Bubble rein, damit wir Sauerstoff tanken können, während ich mich umschaue. Naja, okay, das ist ein bisschen. Da müssen wir die Sauerstoffglocke dann auch mal woanders hinpacken. Ja, wir sammeln halt alles Mögliche ein. Ne? Das ist auch nicht verkehrt. Ja, gut, pass auf, wir machen Folgendes: Wir brauchen mal ein bisschen mehr Power im System. Power! So, hier mal ein bisschen mehr Gold. Und dann drücken wir erstmal hier ein bisschen die Generatoris an. Ich denke mal, die werden auch weniger verbrauchen, wenn wir die Netzlast erhöhen. Aber jetzt ist auf jeden Fall die Verarbeitung erstmal wieder voll in Charge. Das heißt, wir können unsere Asteroiden, die hier drinnen sind, viel schneller verarbeiten, weil natürlich auch die Maschinen jetzt auf 96% aktuell laufen. Das hat natürlich schon was, ne? Also da ist Liebe im System. Sagt Wasser immer schön in der Verarbeitung halten, damit das nie leer wird, unser glorreicher Tank hier. Sparky, hi, hallöchen. Stars ist ein super Lied, Stefan, ne? Finde ich auch. Ich mag den auch, den Track. Können wir heute Abend vielleicht mal wieder spielen, oder? Wäre doch mal drin, einfach. So, wir brauchen nochmal 3 Gold, muss in die Verarbeitung. So.
Dann läuft das. Der Sauerstofftank, den ich da mitgenommen habe, macht für mich jetzt gerade überhaupt keinen Sinn. Dann können wir hier mal kurz bunkern. Da habe ich wieder ein bisschen mehr Freiheit im Inventar. So, dann machen wir hier mal ein bisschen Teilung. So, dann läuft das jetzt hier wieder durchgehend an. Das ist sehr schön. Wir haben ein bisschen mehr Eisenplatten. Ich wünschte mir noch mehr Eisenplatten. Ich würde es lieben, mehr Eisenplatten zu besitzen. Generell würde ich es total begrüßen, noch mehr Eisenplatten insgesamt zu haben. Ja, es ist immer noch sehr wenig. Aber wird schon besser. Ja, und hier haben wir jetzt eben, jetzt wenn die Eisenplatten produziert, das merkst du halt, da ist Druck drauf, ne? Lothar, weiß ich nicht tatsächlich, aber das klingt auf jeden Fall nach einem Spiel für mich, oder? Was meinst du? Meinst du, es würde sich mal anbieten, da reinzugucken? Vielleicht. So, da haben wir jetzt alles drinnen. Das läuft auch. Das war eine blöde Frage. Hier brauchen wir Eisenplatten. Da sollten wir mal wieder ein paar machen. Einfach damit das weiterläuft. Die Kohle nehme ich natürlich gerne mit. Die lasse ich mal auch im Inventar. Wie schaut es hier drüben aus? Das ist aufgebraucht. Schmeißen wir mal die Hälfte rein, damit es weiterläuft. Und dann nehmen wir uns alles einfach auch so mit. Da haben wir wieder mehr zu verarbeiten. Verarbeiten ist gut. Verarbeitung ist Freund. Wir lieben die Verarbeitung. Nee, warte. Das muss raus. Dann muss Eisen hatten wir da drinnen, Eisenplatte, das ist mir okay gerade. Das muss rein, das muss rein, das muss rein. So, jetzt kann der wieder Vollgas arbeiten. Der Drag muss nicht da rein, der kann da rein. Ne, warte mal, den wollten wir immer hier reinparken. Hier liegen auch Eisenstängelchen schon drin, aber da brauchen wir eben noch Astronauts dafür. Nehmen wir das mal mit gerade. Gut, hier kommt der ganze Schlumpf an. Passt. So. Gut, jetzt gucken wir mal. Und dann heißt das für uns jetzt erstmal weiterhin schöne Fabrikhalle bauen. Nur das ist doch jetzt mal hier schon ein erster Teilbereich einer richtigen Plattform, oder? Element ist gesperrt. Ach, das ist der Fleck-Koloniefundament. Ja, okay, das kann man also nicht löschen. Ja gut, dann müssen wir das lassen. Ne? Da hilft's nichts. So, hier mal neue Solarpaneele hinbauen. Jedes einzelne bringt uns dauerhaft Unabhängigkeit. Für die Kolonie, meine Lieben. Gut, also was ich jetzt nicht mehr brauche, ist Zahnräder. Das haben wir jetzt wirklich, dass uns die Schwarte kracht. Ne? Also da brauchen wir jetzt gar nichts mehr machen. Die Stahlschrauben sind jetzt auch nicht mehr so der Bringer. Können wir auch erstmal beiseite lassen. Das pausieren wir jetzt mal so, sonst wird das jetzt ganz verrückt. Dann haben wir noch Kupferdraht. Haben wir auch genug gerade im Moment im Angebot. Geht hier noch mehr? Eisendraht mache ich gerade nicht, weil... Mache ich gerade nicht. Wir können es mal anschalten. Brauchen tun wir es aber eigentlich nur auf Bedarf. So, dann haben wir jetzt haufenweise noch die anderen Jungs hier. Hier kommen auch ein Haufen Platten an. Können wir auch nochmal ein bisschen Nachschub produzieren. Da haben wir auch mehr als genug. Das passt soweit. Gute Sache. Ja, nice. Da bin ich doch eigentlich gleich happy, ne? So, wir füllen weiter unseren Bedarf hier auf. Das läuft alles noch. Das gefällt mir ja sehr gut. Dann tauche ich mal kurz ab. So, jetzt haben wir noch zwei Eisenplatten.
Das reicht dann auch. Also ihr seht schon, das, was wir hier unten bauen, ist ein ordentliches Projekt wie Blackwing. Die 19 ist und Narben zusammen. Blackwing haut einfach mal die 19 raus. Dankeschön für den 19. Monat. Vielen lieben Dank für den Support an der Stelle. Danke vielmals. Ja, das ist auch ein Projekt, Blackwing, was du da verfolgst. Ein gutes, wie ich finde. Ja, vielen lieben Dank. Und dafür gerne Ausrufezeichen Hype. So. Gold. Nach wie vor. Muss immer ein bisschen im Kreis gucken. Manchmal ist da irgendwo noch so ein Ding. Gut, dann eine Richtung aussuchen, die euch am liebsten gefällt. Ich nehme mal heute vorne.